Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Heute geht's um das Mirage Voyageschiff und um einen Patch, der schon aktiv ist. Ich musste zwar nichts runterladen, hoffe dennoch, dass er schon aktiv ist. Es gab extreme Probleme im Fightnight Event. Genauer ein Glitch, wo die Leute ihre Waffen im Boxring benutzen konnten. Was man da genau machen musste, damit das überhaupt funktioniert, ich habe keine Ahnung. Ich habe aber viel Feedback bekommen, dass die Leute mit Waffen im Boxring rumspringen und die Leute da niedermetzeln, was echt eine mega Frechheit ist. Ob es da mal wieder so kleinere Bans geben könnte, möglich. Ich glaube aber eher nicht. Und es gab massive Steam-Plattform-Probleme, PC-Crashs. Ob der Patch diese Probleme auch behoben hat, weiß ich aktuell nicht. Jetzt wird es aber interessant, kommen wir mal von dem Patch weg. Viel mehr wurde nämlich nicht gemacht an dem Patch, noch ein paar kleinere Fixes, die aber nicht der Rede wert sind. Das Mirage Voyageschiff. Kurz vor Ende von Season 5 ist es uns genommen worden und Respawn meinte, es ist zwar weg, aber wahrscheinlich nicht für immer. Und ist jetzt erstmal eine Weile unterwegs und der nächste Stop ist scheinbar schon bekannt an einem mega interessanten Ort, wie ich finde. Ich zeige euch erstmal ein Bild, das ist nämlich in den Gamefiles aufgetaucht, nachdem das Fight Night Event aktiv war. Und da habe ich eine Weile überlegt, was das sein könnte. Und ja, es ist ganz eindeutig das Mirage Voyageschiff. Und jetzt haltet euch mal fest, es macht nämlich nicht Halt auf dem World's Edge, sondern an einem der beliebtesten Spots im gesamten Apex-Universum. Und zwar hält es hier über den Überresten von Skulltown auf Kings Canyon. Ganz, ganz eindeutig zu erkennen. Wann genau diese ganze Geschichte passiert? Ob das in Verbindung mit einem Event steht, ist aktuell nicht bekannt. Ob das in Season 8 schon kommt oder Season 9 erst, ich habe aktuell absolut keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall geil, dass es wiederkommt. Und ich gehe auch davon aus, dass es vielleicht länger bleibt als nur für ein 2-Wochen-Event. Vielleicht bleibt es dort auch eine Season oder anderthalb Seasons oder zwei Seasons und fliegt dann weiter und kommt dann irgendwann eine Season später vielleicht auf Olympus zurück. Das finde ich auf jeden Fall ein geiles Gimmick für Apex Legends. Absolut. Lasst mich mal in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Ich finde es jedenfalls eine mega geile Idee. Ich wünsche euch jetzt schon mal einen schönen Start ins Wochenende. Das war's schon wieder von mir. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.